Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich will auch nur noch einige wenige Anmerkungen zum Bericht der Enquete-Kommission machen. Wir hatten ja unter Tagesordnungspunkt 1 die Situation Ukraine, den Angriffskrieg Russland. Und ich glaube, dass wir heute, wenn wir heute diskutieren über Digitalisierung, dass wir unter Annahmen diskutieren, von denen wir gar nicht mehr wissen, ob sie noch gegeben sind. Denn die Digitalisierung war auf der einen Seite Ausfluss oder Kind der Globalisierung, der internationalen Verflechtung, auf der anderen Seite aber auch Treiberin. Und wir erleben gerade im Zuge des Konfliktes, des militärischen Konfliktes, des Krieges, dass, ich weiß nicht, wer gestern Abend den Bundeswirtschaftsminister gehört hat, dass wir erstmals, jedenfalls seit Gründung der Bundesrepublik, dabei sind, systematisch zu entflechten. Das ist eine neue Situation. Wenn wir etwa daran denken, wo bekommen wir Rohstoffe her, wir wollen unabhängiger sein, wollen diversifizieren. Das heißt, wir dröseln ein gewachsenes Geflecht auf und versuchen, etwas neu zusammenzustellen. Und ob das gelingt, ist meines Erachtens offen. Wir haben eine solche Situation in der Geschichte noch nicht erlebt. Und jedenfalls übersteigt es jenseits von sicherheitspolitischen Fragestellungen und jenseits natürlich des menschlichen Leids in der Ukraine derzeit noch unsere Vorstellungskraft, welche Folgen damit in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht verbunden sein werden. Eines jedenfalls macht die Situation deutlich, dass unsere Gesellschaft widerstandsfähiger werden muss, dass sie neudeutsch gesagt resilienter werden muss. Und dazu kann auch die Digitalisierung beitragen. Vor dem Hintergrund, vor diesem Hintergrund mutet der Einsetzungsbeschluss für die Enquete-Kommission Digitalisierung im Saarland aus dem Jahre 2018 etwas anachronistisch an. Denn es lautet dort, und ich zitiere, Ziel ist es, die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Saarland, die Chancen und Risiken infolge der technischen Entwicklung zu ermitteln, unter anderem. Das liest sich so, als wären wir in der Lage gewesen, im Sinne einer ordentlichen Buchhaltung, aktiver und passiver, aufzulisten und dann zu entscheiden, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, machen wir da mit oder machen wir da nicht mit. Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Der Zug der Digitalisierung fährt und die Frage ist, springen wir da auf, lassen wir Digitalisierung über uns ergehen oder gestalten wir sie? Das ist der Punkt, an dem wir sind und dem wir uns widmen müssen und dem die Enquete-Kommission sich auch gewidmet hat. Und in diesem Zusammenhang, Herr Kollege Flaggus, will ich gerne das Recht auf analoges Leben auch erwähnen und darauf eingehen, denn die geschätzte frühere Gesundheitsministerin Regina Görner, die ja heute dem Sozialverband vorsteht, hat das ja unlängst thematisiert. Gerade für ältere Menschen sei es wichtig, ein Recht auf analoges Leben zu haben. Ich glaube aber, dass die Diskussion, ich war darüber echt etwas verwirrt, weil wir nämlich gerade im Moment im analogen Zustand verharren und nicht nach vorne kommen, jedenfalls nicht wesentlich und nicht so weit, wie es erforderlich wäre. Insofern glaube ich, müssen wir eher betonen, dass der Staat die Pflicht hat, digitales Leben zu ermöglichen, damit wir uns auch in dieser Welt zurechtfinden können. Ich glaube, hier haben wir eine Ungleichzeitigkeit von Diskussionen, die uns nicht weiterführt. Ich habe vorhin erwähnt, an der Infrastruktur hängt es und drängt es. Wir haben die Pandemie erlebt. Wir sind ja noch nicht durch, aber 2 Jahre, sag ich mal, haben wir Erfahrung gesammelt. Und wir haben gesehen, wo es überall hakt bei der Digitalisierung, etwa im Gesundheitswesen, als die Frage war, wieso schicken die eigentlich noch Daten per Fax ans RKI? Ja,
als der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darauf hingewiesen hat, im Laufe des Jahres 2020, dass er 2019 in, ich glaube, Nigeria war es, auf Besuch war und dort mit leuchtenden Augen gesehen hat, dass eine Pandemie-Software im Einsatz ist, die es bei uns nicht gab und sich dann herausstellt, ja, diese Software ist mit deutschen Steuergeldern und in Deutschland entwickelt worden, aber zum Einsatz kam sie nicht. Und ich finde, das sind Dinge, die so nicht mehr gehen, die wir uns nicht mehr erlauben dürfen. Das ist jetzt keine Schuldzuweisung, aber es, manchmal schüttelt man einfach nur noch den Kopf. Und wenn man dann sieht, dass es noch mal ein Jahr dauert und heute immer noch nicht alle Gesundheitsämter angeschlossen sind, dann muss man sagen, ist dieser Staat wirklich widerstandsfähig und resilient genug, um auch in Extremsituationen durchzuhalten und für die Bürger wichtige Hilfestellungen zu leisten. Das kann man jedenfalls, glaube ich, in Frage stellen. Und genauso betrifft es alle anderen Bereiche. Die Wirtschaft, Homeoffice, Arbeit, Bildung. Es funktioniert nur, wenn eine Infrastruktur da ist. Und dort haben wir, wie es ist angesprochen worden, wie so oft eine Spaltung zu verzeichnen. Nämlich zum einen die Spaltung im Bereich der Möglichkeiten. Wer bringt welche finanziellen Möglichkeiten mit und kann sich sowohl einen leistungsfähigen Internetanschluss leisten, aber auch die Gerätschaften, die dafür erforderlich sind und wer eben nicht. Und auch eine Spaltung zwischen Stadt und Land. Alle Studien sagen, das war auch diese Woche nochmal nachzulesen, dass in den Städten, in den Ballungsräumen natürlich leistungsfähige Verbindungen, Breitband und oder Glasfaser, aber auch leistungsfähige Mobilfunkverbindungen vorhanden sind. Wenn auch in Deutschland in geringerem Maße als in Europa, aber auf dem Land sieht es mitunter ziemlich mau aus in diesen drei Bereichen. Und da sagen wir müssen, das ist ja jetzt im Gang, auch mit den großen Gesellschaften, die da mithelfen, Deutsche Glasfaser, Telekom und wie sie alle heißen. Aber wir machen das im Moment marktgetrieben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir wirklich wollen, dass alle teilhaben können an den Möglichkeiten der Digitalisierung, dann muss man dort, wo sich durch Bekundungen von Bürgerinnen und Bürgern keine Mehrheiten finden, muss der Staat einspringen. Das wird nicht anders gehen. Wir haben es vorhin gehört, der Kollege Flaccus hat gesagt, sozusagen die Transferagenturen zum Beispiel, ja, die für sich genommen ihre Aufgaben wahrnehmen, aber selbst ja beklagen in der Enquete-Kommission, dass sie untereinander nicht vernetzt sind. Ja. Die haben ja die Aufgabe, Unternehmen, kleine, mittlere Unternehmen zu beraten, ihnen Hilfestellungen zu geben. Und mit kleinen und mittleren, da gehe ich sogar weiter. Da geht es auch um den Malerbetrieb, da geht es auch um die Bäckerei, da geht es auch um Handwerksbetriebe, um an der Wertschöpfung durch Digitalisierung teilhaben zu können. Und die Transferagenturen, deren Aufgabe ja auch unter anderem das ist, denen nützt das nichts, oder ich sage den Betrieben, den kleinen Betrieben nützt es nichts, wenn man über die Transferagenturen immer die großen Leuchttürme präsentiert kriegt. Denn direkt unter dem Leuchtturm ist es verdammt finster. Und das erleben wir auch im Saarland. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Fähigkeiten im Land, in der Fläche, bis zu jedem Bauernhof, bis zu jeder Milchkanne genutzt werden können. Sonst ist die Zukunftsfähigkeit für viele, viele Menschen in unserem Land nicht gegeben. Und ein Punkt, der auch, jedenfalls am Beginn, als ich eingestiegen bin in die Enquete-Kommission, das Thema war, ja, wie viele Arbeitsplätze vernichtet Digitalisierung oder schafft sie oder wie viele Arbeitsplätze werden ersetzt? Gerade in dem Industriestandort Saarland,
Schätzungen bis zu 30% fallen weg, Substituierungspotenzial und werden ersetzt. Ich glaube, dass diese Frage in die Irre führt, weil man suggeriert, wie ich eben schon gesagt habe, man könnte noch Rechnungen anstellen, wo lohnt es sich nicht, wo lohnt es sich überhaupt. Ich glaube, wir müssen einfach erkennen, dass nicht die Frage, machen wir das nicht, wägen wir Chancen und Risiken ab, im Mittelpunkt stehen, sondern dass wir uns überlegen müssen, welche Risiken gehen wir eigentlich ein, wenn wir die Chancen der Digitalisierung nicht nutzen und an uns vorbeiziehen lassen. Aber gerade, und das hat mich schwer beeindruckt, gerade in diesem Bereich der Wirtschaft und der Arbeit haben wir im Land Gewerkschaften, die nicht, wie man meinen könnte und es vielleicht dem Vorurteil mancher entspricht, sagen, wir wehren erstmal eine Entwicklung ab, bis wir sehen, wohin das führt und dann springen wir auf, sondern die offensiv einfordern, die Bereitschaft zur Transformation, sich in den Prozess reinzubegeben und händeringend darum bitten, unterstützt uns dabei. Und ich finde, diese ausgeschlagene Hand sollte die Politik annehmen. Das ist Gold wert, dass diese Leute, ich nenne mal die Transformationswerkstatt der IG Metall, sich Gedanken machen, sich verbinden mit anderen und sagen, wir müssen diese Transformation, wir wollen sie und wir müssen sie auch gemeinsam bewerkstelligen. Und ich glaube, wir sollten uns glücklich schätzen, solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter in diesem Land zu haben, weil wir dann auch wissen, sie wollen es und wir alle wollen es und es kann nur gemeinsam miteinander gehen. Und das heißt dann aber auch, wenn die Politik diese ausgestreckte Hand entgegennimmt, ich habe das hier auch schon einmal gesagt, dass wir dann aber auch darauf eingehen müssen, was für die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von großer Wichtigkeit ist. Nämlich die Gewährleistung der Mitbestimmung, auch beim Einsatz etwa von künstlicher Intelligenz im Produktionsprozess, das Recht auf Weiterbildung und damit verbunden auch wiederum das Transformationskurzarbeitergeld, das ja dazu führt, dass Menschen eben dann nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, sondern sich während einer Umorientierungsphase und einer Transformationsphase weiterbilden können, um den Herausforderungen der Zukunft auch gerecht werden zu können und damit ja auch zum wirtschaftlichen Fortgang unseres Landes und auch zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Und das, glaube ich, ist die Pflicht und Schuldigkeit der Politik, hierauf einzugehen. Ich möchte noch eingehen auf zwei Bereiche, nämlich zum einen auf die Verwaltung, Online-Zugangsgesetz. Bis Ende dieses Jahres sollen demnach insgesamt 575 Dienstleistungen vom Bund, Länder und Kommunen digital bereitgestellt werden. Man kann es jetzt mal Stand vom letzten Jahr Ende, glaube ich, letzten Jahres sagen, im Saarland Schlusslicht, derzeit mit Berlin gemeinsam, mit 77 Dienstleistungen und NRW bewegt sich derzeit auf in der Größenordnung 340 Dienstleistungen. Es ist eine Menge noch zu tun und das wird auch nicht ohne Investitionen abgehen. Wir müssen da wirklich jede Menge Gehirnschmalz darauf verwenden, gerade auch in komplizierteren Geschichten. Am Ende hängt an diesem Punkt auch Legitimation von staatlichem Handeln. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, im digitalen Bereich seine Leistungen der Daseinsvorsorge anzubieten, dann versagt er vor dem Bürger. Und dann wird auch die digitale Souveränität des Bürgers in Frage gestellt und ich glaube, soweit sollten wir es nicht kommen lassen. Im Bereich der Bildung finde ich, und das wird jetzt wahrscheinlich die wenigsten überraschen, finde ich, dass wir noch am weitesten gekommen sind. Das hängt damit zusammen, dass wir auch vor der Pandemie schon Plattformen erprobt haben im Projekt für individuelle Lernbegleitung, dass wir Erfahrungen gesammelt haben im Austausch
von Lehrkräften, aber auch Schülern, Schülerinnen. Und dass wir das relativ schnell in der Notsituation, nämlich zu Beginn der Pandemie, danach ausgeweitet haben mit allen Anfangskrankheiten, die es da gab. Und will aber auch, wenn es um Digitalisierung geht, um die Frage Informatikunterricht, das ist alles richtig. Die Ministerin hat die Leitlinien gestern vorgestellt. Nebenbei Einschub, wenn man das will, muss man auch die Ausschreibung der Professuren mal auf den Weg bringen. Letzte Auskunft im Wissenschaftsausschuss war im Sommer. Und ich finde, wenn das ein Jahr später dann starten soll, kann man nicht erwarten vom Bildungsministerium, dass ständig Personal zur Verfügung gestellt wird, um die Dozentenaufgaben zu übernehmen, sondern auch da müssen wir dann schneller werden. Und wir müssen auch im Ausmaß der Ausstattung einer solchen Professur, glaube ich, von den herkömmlichen Standards abweichen, nach oben, weil auch diese wissenschaftlichen Qualifikationen auf den Märkten sehr, sehr nachgefragt sind. Und die Frage, überhaupt bekommen wir zu den bisherigen Konditionen überhaupt genügend Menschen, die das dann auch machen können. Aber ich will auch eines noch mal sagen, weil natürlich ganz viele Leute, ich habe das jetzt auch die vorletzte Woche noch mal erlebt, dass man sagt, ja, die Schulen müssen natürlich in der Digitalisierung vorangehen. Das ist alles richtig unbestritten. Aber wir müssen, glaube ich, auch aufpassen, dass wir nicht die Beteiligten dort überfrachten. Nicht jede Entwicklung der Gesellschaft, nicht bei jeder Entwicklung dieser Gesellschaft steht die Schule zuerst und vor allen Dingen nicht alleine in der Pflicht. Bei aller Wertschätzung und aller Richtigkeit und aller Notwendigkeit, die ich anerkenne, sie müssen auch eingebunden werden in entsprechende Hilfsnetzwerke und mit entsprechenden Professionen, wenn das funktionieren soll. Allerletzter Punkt, Demokratie und Digitalisierung. Popper, 45, geschrieben, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. 2022, ne? Wenn wir betrachten, wie sich Politik, Journalismus und öffentliche Kommunikation seit Jahren entwickeln, dann glaube ich, ist diese Gesellschaft, diese offene Gesellschaft auch wirklich gefährdet. 2016, ich meine, ich habe mich vor kurzem mit dem Kollegen Kommersson darüber unterhalten, wo man sich dann immer fragt, man wacht irgendwie nach einer Abstimmung in Großbritannien morgens auf und reibt sich verwundert die Augen, wie konnte das denn sein, dass die Briten den Brexit beschließen. Man wacht nach einer US-Wahl auf und überlegt sich, wie konnte das denn sein, dass Trump gewählt wurde, wo wir gesagt haben, eine Flitzpiepe, ja. So, die Entwicklung, die dann fast bis zu einem Putsch in den USA führt. Und ich glaube, dass wir Digitalisierung und Demokratie stärker darauf achten müssen als in der Vergangenheit, was Fake News, Desinformation, Hass und Hetze, Konspirationstheorien im Netz alles bewirken. Wir müssen das ernst nehmen. Und ich finde auf der einen Seite natürlich richtig, dass man das jetzt mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine, dass man da auch einschreitet. Ich finde aber, eine widerstandsfähige und Gesellschaft und wehrhafte Demokratie hätte viel früher dort einschreiten müssen. Denn das Problem an Halbwahrheiten, die da verkündet werden, ist ja immer, dass die Leute oder viele Leute, jedenfalls die Hälfte des Gesagten, die nicht stimmt, als Wahrheit annehmen. Und das zerstört den öffentlichen Diskurs und das zerstört auch Demokratie. Also, die Bürgerinnen und Bürger müssen auch im digitalen Bereich darauf vertrauen können, auf die Kraft der Demokratie und die politisch Handelnden müssen dieses Vertrauen dann auch rechtfertigen. Vielen Dank.